Okay, wo haben wir jetzt den Unterschied? Na, ich finde die besser. Ich öffne die Tür, Sir! Und da! Was passiert? Wo sind sie hin? Sie müssen geflohen sein, als wir uns gehört haben. Die Deutschen haben Vorräte zurückgelassen. Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Hey, Sass. Hm? Wieso gehen Juden nicht in die Kirche? Munition. Scheiße! Entgehe im ersten Stock! Entdeck! Nach einem kurzen Cut bin ich nun wieder hier. Muss ganz schnell weg. Okay, Leute, wie machen wir das jetzt? Zack, Headshot. Zack. Ey, du hast keinen Headshot. Du hast einen Headshot. Du hast einen Headshot. Hab ich da was gesehen? Nein. Aua. Hey! Das sollte mir nicht wehtun. Oh, wie nice das ist. Wo ist er denn? Bin ich gerade blind? Ah, warte, da war er doch, oder? War's das? Hi. Hallo. Hi. Oh, wow, wow, ganz ruhig, kleiner Mann. Oh ja, kein Stress hier, nur du sollst ein kurzes Leben haben. So, hätte man das auch kurz geklärt. Betreten Sie die Kirche. Ey, da schießt sie mir einfach ins Knie. Ich war damals ein Abenteurer. Wer das kennt, das von Skyrim damals. So. Okay, das sieht echt nice aus. Sie nehmen die Tür. Ja, ich muss immer Türen aufmachen, ne? Kleiner Scheißer, du bist Sergeant. Bewege mich zur Tür. Leute, schießen unsere Jäger ab. Sergeant, Aiello, brauchst du auch die Kanonen zerstören? Ja, Sergeant. Daniel, Stiles, mitkommen. Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer. Bin froh, dass du da oben aufpasst. Kein Druck. Keine Sorge, ich gebe dir Deckung. Hoffentlich. Natürlich. Alle Mann die Treppe rauf, Bewegung! Alles klar. Ja, kannst du dich mal beeilen, bitte? Unsere Freunde gehen da unten vielleicht drauf. Gehst du jetzt mal da rein? Los, zur Leiter! Welche Leiter? Ah. Ihr habt hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Nein! So, so, so. So, was anderes sehen wir heute nicht, nur Leiter klettern. Ach, ist das schön, Leiter klettern. Das können wir öfters machen. Oh, hallo. Auf das mit achten. Bereit halten. Okay, es geht los. Okay, wo ist unser Sussman? Hallo. Er bewegt sich noch. Hallo. Hallo. Ciao. Wo? Feinde, erster Stock. Die ziehen sich auch noch an wie welche. Was wollen die denn mit Tarnkleidung auf dem Dach? Noch einer. Dass das nicht ein feiner Headshot war. Da ist noch eine Flagge auf dem Hof. Unbemannt. Wo? Sie sind in der Nähe. Beschützen Sie Sussman. Wer macht denn hier noch? Ich seh. Ey! Lass Sassi in Ruhe. Kümmern Sie sich um den Rest. Feuer! So geht er. Okay. Auf Sussman bleiben. Wo ist unser Sussman? Ey, komm her, das wackelt so krass einfach. Unsere Jungs beschützen. Nicht schlecht. Okay, den haben wir. So, der ist Matsch. Der ist auch Matsch. Der ist auch Matsch. Ey, ihr könnt ja mal eventuell auch mal was treffen. Ich bin hier der Einzige, der was trifft.
Meine Güte, hey. Oh mein Gott. Sie kommen den Flachs näher. Deutsche auf den Dächern. Nur noch zwei. Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen. Ey, das kann nicht sein. Da drüben hinfeuern. Ja, ich beeil mich doch schon. Alter. Seht ihr das, Leute? Wie man... Oh Gott. Dieses Verzögern ist es einfach schlimm. So. Oh, dafür habe ich echt keine Geduld. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Warte, konnte man nicht irgendwie auch noch zoomen? Oh wow, ich kann fokussieren, nicht Genie. Oh mein Gott, das ist echt traurig. Die Deutschen haben sie umstellt. Erledigt. Oh mein Gott, warum ist mir das jetzt nicht schon aufgefallen? Oh mein Gott, das ist gerade ein bisschen peinlich. Ich sollte vielleicht auch mal lesen. Was verdammt war das? Oh shit. Okay, das haben wir. Oh mein Gott, das ist gerade ein bisschen peinlich. Schützen Sie die Sussman. Wow, au. Entschuldigung, dass es ein bisschen leckt. Ich hab dich umgeschlagen! Nein! Achtung! Aus dem Weg da! Oh shit! Raus da! Schneller! Und runter! Wieder 10 Jahre Treppen laufen, Leiter laufen. Autsch. Ah, komm! Alles klar, danke für die Hilfe, mein Freund. Au. Shit. Hä, wie kommt der denn so schnell immer hin? Fuck. Scheiße, das tut mir jetzt leid. Das leckt. Oh mein Gott, dieser leckt. Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Ach, Scheiße. Ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Na los. Immer noch ein Pisser. Verdammt. Vor dem Einsturz waren sie noch zusammen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, diese Position zu halten. Die Deutschen dürfen hier nicht hoch! Ich hab noch mehr Granaten, falls nötig! Die Position halten! Greife den Feind an! Weg! Na los, sie brauchen Ich verstehe eigentlich nicht, warum das manchmal laggt. Weil, eigentlich sind die Teile hervorragend dafür, die ich im Computer drin habe. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Aber wahrscheinlich liegt das noch an Call of Duty, weil das frisch gerade noch raus ist. Dem, dem, Sound, dem, dem. Dem Zahn. Kannst du nicht mal auf meinen Friend da schießen? Der ist doch viel schlimmer. Zahn, please. Oh, fuck.
Oh, shoot. Auto. Was für ein Flammenwerfer. Da ist eine Pumpe. Pump, pump. Hä? Wo ist bitte ein Flammenwerfer? Wo? Ich kann das mir nicht sehen. Vor dem Einsturz bauen sie noch zusammen. Das Beste, was wir tun können, ist diese Position zu halten. Okay, haben wir gefunden. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Ich hab noch mehr Granaten, falls nötig. Granate geworfen. Position halten. Na los, da ist eine Granate. Oh shit. Weg. Sie stürmen die Treppe. Er ist tot. Die deutschen Versuchungen zu überrennen. Benutzen Sie den Flammenwerfer, um sie zurückzudrängen. Verstanden. Wo ist er? Komm her, klein Pisser. Kommt alle her, klein Pisser. Ey, man kann sich noch niemals richtig heilen hier. Granaten drauf, Daniel! Da links! Yes! Oh mein Gott! Ich liebe den Flammenwerfer. Oh mein Gott, das ist meine Lieblingswaffe. Das war's mit dem Flammenwerfer? Ich soll unten Rauch aufsteigen lassen. Schärfen Sie ein rotes Rauchsignal, um den Bereich für die T-47er zu markieren. M! Jetzt! Werfe Rauch! Halten Sie sie zurück, bis die T-47er hier sind! Tu doch mein Bestes, Mann! Die Position halten! Denkt ihr, ich stehe da drauf? Oh. Und oh. Oh shit, ich dachte, ich bin gestorben. Oh. Kontrollpunkt. Justin! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Was besser? Wenn Hitlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Oh, nee. Wir haben uns nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Tja, der Sergeant ist halt ein richtiges Arsch, würde ich mal meinen, ne? Der schöne alte Ladescreen. Aber ich verstehe es nicht, warum es ruckelt. Kann ich echt nicht sagen. Eigentlich ist alles gut in meinem PC. Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr. Ja. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE.
Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Na, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercors. Und mitten in diese Patrouille. Du bist so eine alte Romantikerin. Okay, da ist unser Ziel. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Vivian und ich schalten Sie aus. Turner, das ist Ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach Ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuer Unterstützung Ihr Job. Okay, los geht's. Alle Mann unten bleiben. Schalldämpfer! Nice! Die Schiffschützen ausschalten. Benutzen Sie das Messer, Daniels. Oh, nice, Niki! Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf Ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Und ciao. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Daniels, bleiben Sie bei Crowley. Alles klar. Boah, also ich liebe diese Sneaky-Dinger. Da traue ich mich eigentlich gar nicht zu reden. Shh. Vorsicht! Komm mal ran da, my friend. Gut gemacht. Bewegung! Ja. Oh shit. Ach, mein Mädchen. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Yes, ma'am. Oh Mann, das macht Bock. Hat er gerade gerufen? Vorsicht, langsam vorrücken. Unmöglich. Boah, ich liebe so sneaky Dinger. Wie so ein kleiner Ninja. Oh! Und... Ah, ah, nein, dir fällt schon nichts auf. Oh shit, nice. So, dann gehen wir mal schnell auf der linken Seite. Weil hier schön Busch und Zaun ist. Weil dieser Soldat, der kommt doch wie gerufen. Perfekt! Hätte auch schon mal bessere Zeiten. Okay, wenn ich den erschieße, dann fällt das direkt auf. War.